Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. So, ich habe in der Zwischenzeit jetzt einfach mal ein bisschen die Ausrüstung optimiert, zumindest für Cloud Tifa und Barret. Und jetzt müssen wir noch ein paar von den Glänzchen sammeln, die fliegen da ja noch überall rum. Und dann geht es weiter zu den Türmchen, beziehungsweise hier zu der Kampfherausforderung, bevor wir dann irgendwann hier nach Nibelheim gehen. Heißt, ein wenig werden wir uns noch umschauen, was da mit der Story weitergeht. Dann gehen wir mal hier durch den Tunnel durch. Ach. Eine Eule. Nicht mehr weit bis Nibelheim. Warst du seit dem Vorfall noch mal hier? Nein. Seit 5 Jahren nicht. Ich auch nicht. Was hätte ich dort auch gewollt? Es hieß ja, es wäre alles abgebrannt. Zwingt euch nicht. Ist schon okay. Seitdem ist viel passiert. Alles schön nah beieinander hier. Das ist immer gut. Die letzte gewesen sein. Ja, sehr gut. Gute Neuigkeiten, Cloud. Die Lebensquelle enthielt Informationen über ein sehr seltenes Ungeheuer. Und zwar über den Nistplatz des Königs Montisaurus, der den Luftraum über der Nibelregion unsicher macht. Er scheint sich schon mehrere der Schwarzkutten geschnappt zu haben. Du musst ihn aufspüren und unschädlich machen. Zu Befehl, Shetley. Ja, wo ist er denn? Na, wer hätte das nur gedacht? Kommt mir so vor, als hätte ich ziemlich genau das antizipiert. Na ja, gut. Mit dem Schokobo, dann machen wir das mal eben ganz schnell. Den fordern wir natürlich direkt heraus. Dass es aber ausgerechnet ein fliegender Gegner sein muss, ist halt schon. Voller Einsatz, Freunde! Königs Montisaurus identifiziert. Hätte ich dann vielleicht Yuffie reinnehmen sollen? Welch majestätische Erscheinung! Bei diesem Namen hätte ich auch nichts anderes vermutet. Analyse. Kann ich schaffen. Ein Vogelwesen mit blutroten Federn, das den Himmel über der Nibelregion beherrscht. Es ist ein ausgezeichneter Jäger und stürzt sich mit einem markerschütternden Schrei auf seine Beute. Gelingt es ihm, seine Spezialfähigkeit Abgesang vollumfänglich auszuführen. Er leidet so eine gewaltige Menge an Schaden und es besteht die Gefahr, dass die Gruppe mit einem Schlag ausgelöscht wird. Wenn du seine Flügel zerstörst, während des Abgesang einsetzt, unterbrichst du den Gesang und machst es schockanfällig. Dann machen wir trotzdem die entfesselte Offensive rein. Und wir nehmen den Flammenblitz. Und wir nehmen den Flammenblitz. Bei sonst und Umschlägen bleibt kein Auge trocken.
und dann in den Flammenblitzflügel kommen. Komm schon, das muss schnell passieren, bevor der... Sehr gut. Gut. Genau so, Phoenix. Nicht so nah. Verzögert, lauf dich. Dann übernimm. Los. Hackentritts. Haben meine Synchrofähigkeiten für ihre Verfolgung auf den Flügel. Roger, ich übernehme. Maximale Wut auf den Flügel. Flammenblitz auf den Flügel. Nicht gut. Das war jetzt nicht so ganz geil, aber hilft nichts. Ich muss jetzt schnell eine Phönixfeder auf einen anderen setzen. Tut mir leid. Das wird ein Nachspiel haben. Dreckstück! Das hat mal kurz mit. Schon gut, ich hol noch was aus. Mich hält nichts mehr zurück. Einmal kurz den Engel auf tiefer. Alleine schaffe ich das nicht. Das war's. Zeig, was du kannst. Das war uns die Aufwärmrunde. Thema erledigt. Lief nicht gut, aber lief. Der Kampf gegen den Königsmontisaurus war spitze. Mit Cloud hat sich der Herrscher der Lüfte die falsche Beute ausgesucht. Dem hast du aber ordentlich die Leviten gelesen. Nun brauchen sich auch die Schwarzkutten im Nibelgebirge keine Sorgen mehr zu machen. Glück gehabt. Dass Cloud das einmal Überleben drin hat. Sonst wäre das etwas anders gelaufen. Ja. Gut, wir reisen... Ach, nicht mit dem Schokobo. Das war jetzt blöd. Weil ich nämlich absteigen musste. Ich musste mich einmal setzen. Ist immer noch ein bisschen seltsam, dass die alle einfach eine Kopie des Schokobos kriegen, den wir halt in der Region gerade haben. Ich finde das süß, dass das Küken sich mit hinlegt. Eins der Kräuter, der Gräser verpassen. Und da sehe ich schon noch eins schweben. Dann gehen wir erstmal da oben links hoch, da ist der Kampfauftrag. Alles ganz gemächlich hier. Als wäre ich hier nicht gerade schon gewesen. Oh nein, Nibelwölfe. Zu blauer Heuler. Deine Ungeheuer!
Euer Schwarz. Auch die müssen wir analysieren. Seltene Nibelwolf-Spezies, dieses in blaue Flammen gehüllte Alpha-Tier ist der Anführer des Rudels. Wenn er in die Enge getrieben wird, ruft er seine Artgenossen mit einem Heulen herbei. Nutzt die elementare Schwäche der Bestie aus und versucht eine bestimmte Menge an Schaden, während sie sich in blaue Flammen hüllt, um sie schockanfällig zu machen und die Flammen zu löschen. Weiche bestimmten Angriffen aus oder blocke sie, um die Bestie schockanfällig zu machen, während sie sich nicht in Flammen hüllt. Große ja. Aber ich habe es noch nicht geschafft, den Großen in Schockanfälligkeit zu kriegen, aber ich habe es geschafft, einen in Schockanfälligkeit zu kriegen. Ich habe vergessen, dass ich den Flammenblitz gar nicht mehr auf dem X habe, sondern da die entfesselte Offensive drauf ist. Ich trotzdem immer noch jedes Mal händisch auswähle, ne? Na. So, ich darf den Weg aber jetzt auch nicht mehr allzu weit folgen hier. Je näher wir kommen, desto nervöser werde ich. Jetzt ist es nicht mehr weit. Ja, natürlich bleibe ich bei dir. Aber unser Weg führt uns erstmal woanders hin. Nämlich dort zu dem Turm. Da ich ja jetzt weiß, dass auch irgendwelche besonderen Sammelobjekte da drin sein können, muss ich die ja tatsächlich jetzt alle mitmachen hier, ne? Ich verstehe schon, warum so manche Leute an der Platin-Trophäe verzweifeln. Ich habe sie aber auch schon nicht im Remake, von daher, ich werde sie mir hier wahrscheinlich auch nicht holen. Jetzt wird's ernst! Das war's! Zeig, was du kannst! Nimm das! Sieg!
verdammt! Ich leg auf! Schön gewonnen! Ah! Nette Sache. Ich weiß Bescheid. Ah! For real jetzt. Muss von hier aus kommen. Und das geht natürlich nur mit dem Chocobo. Ja, komm. Back up. Dann natürlich da noch das Kraut holen. Gras. Das Gieser Gras, glaube ich, ne? Okay, Mogge und Kampoff. Und da sind 2 und 4 Stück für die Protosubstanz. Sofern hier eine existiert. Oh, noch einer. Na gut. Wollen wir eben noch mal einmal. Ich habe im Cosmo kann ja mit Sicherheit welche übersehen. Selbst die Teile sind hier quasi Schlag auf Schlag, ne? Wohin führt es mich? Da unten. Muss ich aber erstmal wieder hoch, weil ich vergessen habe, da oben das Kraut einzusammeln, das Gras. Und folgen wir dem. Plus später nochmal nach unten. Mitten in den Hasen, oder? Direkt unter mir. Okay. Das Mokrihaus ist hier. Ja, ja, wir müssen. Mischen. Natürlich, direkt erwischt. Ah, komm schon. Ach komm. Okay, da muss ich auch noch hin. Jetzt habe ich echt. Boah, gibt es doch nicht. Bei jedem einmal getroffen worden. Nein, wir machen das nochmal. Du kannst fliegen. Du könntest dir die einfach so holen. Nein. Als erstes in hier. Weil ich nicht in die Bombe treten wollte, bin ich jetzt in die Banane getreten.
Nein! Dann geh halt über die Brücke. Er will mich doch. Dass ich da nicht rüberkomme, ne? Die halbe Zeit verbraucht. Oh, jetzt ist sie vorbei. Oh, katastrophal. Nein. Hau noch mal rein da. Wenigstens bleiben die Antennen nicht dauerhaft. Schabernack Stufe 7. Ja, die sind schon eine andere Hausnummer. Aber jetzt weiß ich auch, dass ich mit denen nicht durchs Wasser kann, wenn ich den. Frage, weil ich mir das schon durchaus hätte denken können müssen. Uns hier die beiden. Ich komme da nicht rein. Das ist katastrophal. Der will mich da ärgern. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Oh nö, jetzt hat er mich direkt erwischt. Meldest du zu? Oh. Ja gut, ich habe schon wieder ewig Zeit verbraucht für die zwei. Ich weiß echt nicht, was die beste Route ist, ne? Zwei davon sind auch nicht easy zu kriegen. Ja, Moment. Dass ich nicht über dieses bunte Feld kann, ist ein bisschen nervig. Den lassen wir jetzt da stehen. Bin ich in die Bombe reingerannt? Ich glaub's nicht, ey. Koopa!
Oh, Mr. Banane, komm. Gut. Jetzt noch die zwei. Nein! Ah! Gibst du auf, Koopa? Das Problem ist, es wird natürlich schwerer, je mehr ich schon gefangen habe. Ich glaube, mit dem Bananenhai nur hier anzufangen, ist schon die beste Option, weil der am weitesten weg ist. Also mit Mocky. No. Dann gehen wir aber erstmal zu den beiden. Über den Zaun rüber. Das ist halt auch wieder so eine. Jetzt holen wir uns die beiden. Oh. Zeit. Ah nein, jetzt nicht von den anderen da. Blitzen lassen. Einer noch. Meine Güte. Hab vielen Dank, Koopa. War aber knapp. Vielen Dank, Koopa. Jetzt sind endlich alle 7 Mogli-Läden wieder geöffnet, Koopa. Muck und Muck wollten der Welt damals Freude bringen. Daher haben sie die Läden eröffnet. Es war ihr Traum. Und ihre Kinder und Kindeskinder haben ihn fortgeführt. Das ist doch Koopa-Koopa-tastisch, nicht wahr, Koopa? Irgendwann können dann meine Kinder die Läden übernehmen, Koopa. Ich hab's, Koopa. Im Namen aller Mogris möchte ich dir unseren Dank aussprechen und dir ein besonderes Geschenk zukommen lassen, Koopa. Koopa? Ehren-Mogri. Plonk. Koopa! Koopa!
Nicht übel. Speziell. Ein Mogri-Plüschtier. Ich werde nun zusammen mit meinen Kindern ein Lächeln auf jedermanns Gesicht zaubern. Raritäten, Schätze, das musst du dir ansehen, Kubo. So. Jetzt noch natürlich in den Laden auch reinschauen. Hereinspazieren, Kubo. Tauschen, selbstverständlich. Die geheime Kunst soll es sein. Das Handbuch für die Schutzwaffen, selbstverständlich auch. Einmal kurz gucken, wo unten noch nichts mehr ist. Sieht gut aus. Dann natürlich auch den Mogri-Talisman. Die Fundrate nach Siegen über Gegner, na gut. Den Rest könnten wir ausgeben für verschiedene Sachen hier. Davon habe ich aber eigentlich jede Menge. Elixiere sind natürlich eine ganz interessante Sache. Aber die sind halt auch entsprechend teuer, deswegen nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die jetzt noch für irgendwas anderes brauche, die Medaillen, aber trotzdem. So, Schokobo wieder. Noch eine Kampfherausforderung, dann haben wir noch den Kampfsimulator, damit wir da alles weg haben. Und dann geht's nach Nibelheim rein. Wobei ich glaube, dass wir in den Nibelbergen tatsächlich nochmal was anderes finden werden. Das interessiert mich ja mal. Da oben ist noch Schatz. Sitz des Resswilger. Na gut, am Mogri-Medaille mangelt es mir jetzt nicht. Und Staub. Auf dem Rücken eines Meeresschokobo kommst du hier nicht weiter. Gut, dann dürfte ich jetzt in der Theorie alle... Gräser eingesammelt haben. Hier ist der Hafen von Nibelheim. Und hier oben ist irgendwo noch eine Kampfherausforderung. Ja, guck mal, da sind noch Gräser. Ja, gut. Ich hoffe, wir sind kampfbereit. Analyse. Carnifex. Eine seltene Spezies von Q-Wildons, die aus Nahrungsmangel zum Kannibalen wurde. Dieses Insekt ist extrem aggressiv und greift alles an, was sich ihm nähert. Die elementaren Schwäche für die Schockanfälligkeit, das heißt. Tiefer. Los, schlag mir eine Säge. Ein Q-Wildon kann seine Beute geschickt mit dem Vorderbein, schneidet sie in kleine Stücke und transportiert diese anschließend direkt in seinen Mund. Hier geblieben. Bei der Wahl seiner Nahrung ist ein Q-Wildon nicht wählerisch. Lass mich mal. Moment. Ja, wir machen einen Eisimpuls. Eisige Verkettung, meinetwegen. Ausgezeichnet! Und dann haben wir die Schockanfälligkeit erreicht. Stirb! Es ist aus! Vergessen! Mehr geht immer! Das war einfach. Auf so ein Ding kann man sich echt was einbilden! Gut, dann fehlen uns hier mit Proto.
Substanzgeschichte. Wir können jetzt erstmal wieder zum Schokobo-Anwesen zurück, denke ich. Die Kampfaufträge für die Nibelregion sind hiermit abgeschlossen. Sicherlich auch dank meiner guten Führung. Du meldest dich eindeutig zu oft zu Wort. Ich werde deine Sprechfrequenz rekalibrieren müssen. Hast du das gehört, Cloud? Das ist ein Eingriff in die Redefreiheit. Natürlich. Auch dieses Mal ist es mir übrigens gelungen, eine neue Kampfsimulation zu erstellen. Sie kann sich wirklich sehen lassen. Also schau sie dir unbedingt an. So, es sah nicht aus, als wäre hier noch großartig irgendein Wasserweg zur Verfügung, den ich nicht bereits gegangen bin. Also, wir machen hier eine Schnellreise hin. Dann gehen wir erst in den Laden. Komm her. Dein Chocobo-Gras nehme ich gern. Danke. Wenn du wieder was findest, dann bring's mir vorbei. Willst du auch Federn tauschen? Irgendwo fehlen noch welche. Okay. Und ich habe nur 3 Federn, das reicht nicht. Der Alte ist nicht immer ganz einfach, aber Geduld zahlt sich aus. Er weiß nämlich echt viel. Oh, dann machen wir ein bisschen Kampf-Herausforderung. Was hältst du davon, deine Materia weiterzuentwickeln? Ja, erstmal kaufen wir dir noch die eine ab. Ah, nochmal 70 Daten. Ja, bis wir dann für die Protosubstanz habe. Kampfsimulator. Die Boten des Todes. Vitalität in Willenskraft umwandeln. Sehe ich das richtig? Wir bleiben bei unserem Standardteam. Oh nein. Warum quallen? Aus dem Meer! Na, Bongard, Burgon? Das war's! Und tschüss! Verdammt! Da frage ich mich jetzt, ob das solche sind, die ich schon hatte. Analyse. Auf Nummer sicher. Er darf schon mal in der Zwischenzeit die maximale Wut raushauen. Seltene Spezies von Aerokraken, die sich an das Leben im Wald angepasst hat, schwimmt in der Nähe von Magonga-Pilzen. Warum kriege ich die denn jetzt? Interessant. Das war's! Und tschüss! Nicht übertreiben! Auf Onkel Barrett's Palast! Ja! Nicht so nah! Ha! Spann die Schirme auf, jetzt hagelt's bleib! Ha! Nervig! Da also! Da geht noch was! Ja! Ha! Ich seh! Wenn es da keinen Weg gibt, ne? Zieh dich zurück. Aufgepasst. Nichts überstürzt. Na gut, ich versuch's. Wie schmeckt dir das? Ha! Ja, natürlich. Ich muss etwas unternehmen.
Ist das alles? Ja! Mein Gott, ist sie nervig. Bin bereit, hau rein. Das passt mal nochmal auf. Sieg, Sieg! Vitalität in Willenskraft, wie auch immer. Dann haben wir hier FP-Boost. Gegenstände dürfen nicht verwendet werden. Oh, so, Standard. Ich sollte einfach nicht sterben, das hilft. Okay. Man kann nie wissen. Das war's dann. Verzieh dich! Da kommen wir sicher noch den Spezialbelcher noch mal rein. Nimm das! Ich hasse Fliegende, ne? Und tschüss! Blitzgreif. Und tschüss! Das war's. Ich bin. Falacke! Kenn ich die schon? Nicht übertreiben. Gib auf dich acht! Roger, ich übernehme! Vogelwesen, das in bewaldeten Gebieten ist, sitzt. Es besitzt elektrifizierte Flügel und sammelt beim Fliegen Ionen aus der Atmosphäre, um Blitze zu erzeugen. Elementare Schwäche oder bestimmte Menge Schaden, deren Plasmaaufladung für die Schockanfälligkeit. Verzieh dich! Vergiss es! Nicht übel, was? Nicht durch Schlecker hat schon Vorarbeit geleistet! Entscheiden wir es! Probieren wir es mal mit den Schallwellen. Und tschüss! Kein Mitleid! Keine kommen! Das wäre geschafft! Also die entfesselte Offensive ist so gut, ne? Gerade weil ich mit drei Schlägen gleich mein ATB voll mache, das ist so geil. Ah ja, als hätte ich es geahnt. Das war's!
Los geht's. Jetzt. Verrecke. Da! Was? Wieso der Mutangriff? Verschwende. Verrecke. Was? Selbstschuld. Mehr geht immer. Das war's dann. Verzieh dich. Das war's! Und tschüss! Ich bin bereit. So wird das nichts. Verzieh dich! Ich möchte mal den schlechten Art probieren, wenn ich gerade schon mal die Chance habe. Geistermatter. Magischer Wissenschaft durch den großen Wirkungsbereich, Schockpotenzial groß, kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Grottenschlichter Atem, Wirkung zufällig stumm, Gift, Schlaf, Stopp und Versteinerung. Selbstzerstörung macht mich kampfunfähig, aber macht großen Schaden. Naja, gut, wir wollen den grottenschlichten Atem mal gewonnen. Jetzt zeig ich dir, was ich drauf hab. Ja, das war Stopp. Dann probieren wir jetzt auch nochmal den Geistesmarter. Das dauert länger. Ich zähle auf dich. Übernimm mal. Jetzt kommt was. Nimm das Nachschlag. Glaub nicht, du kommst. Einfach nur, weil ich es kann. Hat geklappt. Sehr gut, weiter so. Abgeschlossen. Tanz der Dämonen. FP-Boost. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Nibelfeldforschung, da fehlt was. Bekämpfe 16 bis 20 Gegner in der Nibelregion. Ah, okay. Ansonsten habe ich nur noch den hier. Feintechnik Gorgonenschild. Erledige innerhalb des Zeitlimits. Nur das sollte machbar sein. Oh. Ich hab schon wieder vergessen, wie der Jabberwock funktioniert. Schluss mit lustig! Gucken wir uns den nochmal genau an. Auf Nummer greifst du mit der mächtigen Attacke an, die seine elementare Schwäche ausnutzt, so viel bestimmte Menge Schaden zu, löst sich das Schild auf. Ja. Feuer. Keine Chance. Dann nehmen wir noch den Flammenblitz. Auf
muss das beenden. Jetzt muss ich aber erstmal Chakra benutzen. Alles im Griff. Dann wieder den Flammenblitz. Ist jetzt Schluss. Jetzt. Das wird so nichts. Spring für mich ein! Das war's! Synchro-Fertigkeiten, Spiralsprung. Auf Onkel Barrett ist verlassen! Fertigkeiten. Feuerimpuls. Das ist ja richtig hart. Cloud! Ich zähl auf dich! Lass mich mal. Beschwöre Odin. Wir sehen, wie der aussieht. Weil der Gegner ist fast tot, ist egal. Nicht übertreiben. Hier kommt Barrett! Ja. Und dann kannst du direkt eine Esper-Fertigkeit einsetzen. Schwingt erhaben die Waffen im Moment Gegner nieder, bewegt sich auf Slightly Reiten blitzschnell fort und greift Gegner im Umkreis an. Schadensbonus bei Gegnern im Schockzustand. Na ja, gut, dann machen wir das hier. Odin hat den finalen Schlag gemacht, wie es sein soll. Und hier halt das Gorgonenschild. Ist gut. So, heißt das jetzt, ich muss einfach nur noch 4 Gegner töten oder muss ich. Wie komme ich an die letzte ran? Es fehlt ja hier noch eine einzelne. Ich meine, die jetzt nicht, dass ich unbedingt brauche, aber wir kämpfen 16 bis. Wir kämpfen 20 Gegner. Ja, ihr gut. Seid wirklich gewissenhaft beim Sammeln von Kampfdaten. Man weiß nie, was auf einer Reise alles passieren kann. Sei also vorsichtig. Gucken wir mal, ob wir nochmal eben auf die Schnelle gleich ein paar Gegner finden können. Ich meine, ich weiß, wo welche sind. Also so ist nicht. Ich bin ja einigen ausgewichen auch. Hier, bitte laufen. Dann gucken wir mal, ob das was nutzt. Achso, und ich habe aber auch noch nicht alle Gräser dann jetzt doch irgendwo, habe ich welche übersehen, ne? Kurz und schmerzlos. Und tschüss! Selbstschuld! Ja. Was soll der Scheiß? Ja. Ja. Übernimm du. Es geht los! Und zack! Hier geblieben! Schon gewonnen! Ja! Die Chance! Ja! Macht es da, wo kein Gegner ist! Zack! Na? Zack! Ha! So, jetzt kann ich nur, ich kann nicht nachgucken, wie ich das freigeschaltet, ne, ob ich das freigeschaltet habe. So, ich muss aber den Schucker berufen. Denn mir fehlen ja noch ein paar Gisa-Gräser. Jetzt ist natürlich die Frage, auf der Karte sind hier, habe ich eigentlich alle Wasserbereiche abgefarmt. Abgegrast. Das heißt, ich müsste tatsächlich nochmal überall rum und noch gucken, ob ich irgendwo vielleicht ein oder zwei übersehen habe, da ich auf gar keinen Fall 35 ja, wo ich einfach so viele eingesammelt hatte, gehe ich davon aus, dass eines mehrere gibt. Das ist jetzt ein bisschen problematisch.
Habe ich denn die Option nachzugucken? Erstmal hier in meinen Gegenständen. Es sind Schlüsselgegenstände. Es ist keine Währung. Und da habe ich aber letztes Mal schon versucht, die zu finden, ne? Und hatte keinen wirklichen Erfolg. Ne, hier sind sie definitiv nicht mit dabei. Und da eben auch nicht. Chocobo-Accessoires? Ne. Gebrauchsgegenstände? Auch nicht so wirklich. Schlüsselgegenstände habe ich gerade geguckt. Ja, kann ich nicht nachhalten. Das heißt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich das jetzt genau klären soll. Ich habe aber... die einzige Nebenmission abgeschlossen. Ich muss den Rest, das Rest Chocobo-Gras finden. Ich werde mal zwischen den Folgen mich ein bisschen umschauen. Das macht's dann, also ich denke, das wird die leichteste Variante sein. Und dabei noch ein paar Kämpfe holen und dann sehen wir uns nächste Folge nochmal am Kampfsimulator wieder, wo ich dann die letzte Kampfherausforderung erledigen werde. Ich habe hier bestimmt irgendwo nur ein Gras übersehen. Ich denke, es wird nicht viel mehr sein. Achso, da unten kann ich auch nochmal eben kämpfen. Ja. Und tschüss! Verzieh dich! Genug! Ich denke, es geht nur darum, dass ich 20 Mal irgendwie in Kämpfe verwickelt werde. Das war's. Und die sind ja jetzt wirklich nicht kompliziert. Und am Strand gibt es, glaube ich, auch nochmal die Option, einmal in einen Kampf zu gehen. Und dann soll das auch schon passen. Ich nehme an, dass ich das Gieserkraut irgendwo in irgendeiner Höhle übersehen habe. Und tschüss! Nimm das! Ich höre gleich nochmal! Und da werde ich dann jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend juckeln. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank und bis dahin, euer Stöffel.